Und ich würde mir ganz kurz nochmal die Werft anschauen, weil ich gern wissen würde, wie viel denn das nächstbeste Schiff kosten würde. Ah ja, eine neue Sidewinder würde 32.000 kosten. Die Hauler würde 52.000 kosten. Die ist eigentlich sogar relativ gut. Was haben wir denn da? Masse rum, 14 Tonnen. Panzerung 180, ja, das ist schön. Boah, die FSA-Reichweite, oh. Ah, das ist schon viel besser. Zwar immer noch nicht ganz so der Hammer, aber... Frachtkapazität 8 Tonnen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen besser als bei uns hier. Ja, das nächstbeste Schiff würde auf dieser Station 1 Million kosten. Hatte ich übrigens auch mal, den Typ 6 Transporter. Sehr schönes Schiff. Typ 7 Transporter. Und was haben wir noch? Typ 9 Heavy. Oh, das Ding wäre geil. Ja, wir werden uns mit der Hauler zufrieden geben. 52.000 kostet die. Wir haben die Hälfte dafür ungefähr schon. Also, ja, auf jeden Fall die Hälfte. Ja. So, wir können... Ja, das habe ich mir beinahe gedacht. Unsere Sidewinder ist halt nichts wert, weil wir sie nicht gekauft haben, sondern geschenkt bekommen haben. Das heißt, wir können die gar nicht verkaufen. Das weiß natürlich auch sofort jeder. Das steht, das ist da drauf gebrandmarkt. Das heißt... Wir nehmen den 82.000er Auftrag an. Das, also diese zwei Weihenteile verliefern. Wo ist der Auftrag hin? Ja, ich wäre jetzt schon beinahe ausgerastet, wenn der weg wäre. Super. Es lädt. Es wäre schön zur Abwechslung, einmal jemanden zu treffen, der meiner Zeit würdig ist. Wir haben hier Arbeit für Sie. Ja. Und ich würde gern sehen, wo mich diese Arbeit hinführt. Aber die Karte lädt. Ja, ja. Oh. Fortschritt. Okay. Hätte mich auch gewundert, wenn wir den nicht schaffen würden. 3,5 Lichtjahre, das ist jetzt nicht... gerade die Welt. Wir haben hier noch eine Datenlieferung. Die müssen wir 13... Ja, das wird unser Schiff wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, wir werden mal starten. Oh, ich bin gerade aufgeregt, Leute. Mit den 82.000 können wir uns nicht nur ein neues Schiff leisten. Nein, wir können das Schiff sogar noch ein wenig ausrüsten, höchstwahrscheinlich. Und damit dann auf jeden Fall bessere Aufträge annehmen. Was ich machen werde, ist auf jeden Fall einen neuen Hyperraumantrieb reinbauen. Wenn das Geld noch reicht, vielleicht noch, vielleicht noch einen weiteren Frachtcontainer oder sonstige Sachen einzubauen, denn das wäre am sinnvollsten. Landing Gear retracted. Noch einen schönen Scanner vielleicht, ja, was wir halt haben. Vielen Dank und es geht los. Ja, das ist auf jeden Fall schön. Am liebsten würde ich danach dann gleich wieder hierher zurückfliegen, wenn wir dann so ein neues Schiff gekauft haben. Weil, also wenn wir das im Outland-System überhaupt kaufen können. Und dann hier weitere Aufträge machen. Denn wir haben ja gesehen, hier gab es noch einen 60.000 Auftrag. Wenn der später noch nicht weg ist, dann würde ich gerne auch den machen. Ja, Gott sei Dank eine größere Station. Vielleicht finden wir sogar noch bessere Aufträge, wer weiß. Ja. All in Enterprise. Sehr einfallsreicher Name, wenn man bedenkt, dass das System All in heißt. Oder All in, oder wie man es nun aussprechen will.
Ihr wisst nicht, wie froh ich gerade bin über die 82.000 Auftrag. Das wäre sogar ein Auftrag, den ich auch gemacht hätte mit meinem alten Stand. Also der ist finanziell, also ja, relativ in Ordnung, würde ich sagen. Es gibt natürlich viel Besseres. Also es ist klar, dass es auch Sachen, die weit über die 100.000 gehen, also auch weit über 300.000. Solche Aufträge hatte ich natürlich auch, aber wenn nichts Besseres da war, habe ich auf jeden Fall solche Aufträge nicht zurückgelassen, denn es ist auf jeden Fall die Zeit wert. Die meisten von euch werden jetzt natürlich bemerkt haben, dass dass wir so eine Station noch nicht angeflogen sind bereits. Die sind auch ziemlich groß und ich finde die sogar vom Design her viel geiler als diese als diese etwas quadratischeren Basen. Die sehen aber von innen eigentlich genau gleich aus. Was ich auch immer sehr, sehr cool an diesen Stationen finde, ist, dass hier so viele Werbeplakate auch davor rumschweben. Das finde ich sehr nice. Was war das denn gerade? Wird da jemand angegriffen? Was ist denn hier gerade los? Okay. Offenbar hat da jemand gerade versucht, die Station anzugreifen. Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert ist. Da schon wieder. Irgendwas wird hier angegriffen. Ich hoffe mal, die Station schafft es. Also natürlich schafft die Station das. Also die sind ziemlich gut bewaffnet und ziemlich gut gepanzert, aber ich würde gern sehen, was da angegriffen wird. Wisst ihr was, ich wette, die haben jetzt bestimmt Thallium. So wie ich mein Glück kenne, wette ich, dass sie jetzt einfach mal Thallium haben. Es war klar. Eigentlich kann ich ja. Okay. Die haben zwar Thallium, aber ich könnte es hier nicht kaufen, selbst wenn. Okay, und auch für 11.000, das ist jetzt auch nicht gerade. Das ist was anderes. Für 3.000, das ist jetzt. Das geht, okay, 3.000 ist in Ordnung. 4.000 kostet es hier, 3.000 ist nur der galaktische Durchschnittswert. Aber das ist jetzt erstmal egal, wir bringen jetzt erstmal unseren Wein hier, unsere 2 Tonnen Wein. Incoming Message. Ausgezeichnete Arbeit, Kommandant Anjum, ich arbeite zukünftig gerne wieder mit Ihnen. 82.000, yay, wir sind bei 100.000 angelangt. Wir haben eine Nachricht bekommen. Beförderung zu sehr arm. Glückwunsch zu Ihrer ersten Beförderung, Kommandant. Die Pilotenvereinigung hat Ihnen Ihren Rang auf sehr arm geändert. Mit diesem Rangaufstieg können Sie sich nun einer
der Mächte anschließen. Das ist sehr toll. Ja, das ist unser neuer Handelsrang. Dieser Auftrag hat uns wohl sehr, sehr weit beim Handelsrang aufsteigen lassen. Ich finde diese Namen von den Rängen am Anfang immer sehr toll. Total planlos, harmlos. Ist alles sehr schön. Ja, wir schauen uns natürlich weiter in den sternhaften Diensten um. Willkommen, Kommandant Anjim. Die Dienste auf der Station Orlan Enterprise stehen Ihnen zur Verfügung. Unsere Wirtschaft läuft gerade auf Hochtouren, Anjim. Ich hoffe also, dass Sie einige Waren für Handelsgeschäfte... wo geht's weiter? Das endet irgendwie hier. Ich hoffe also, dass Sie einige Waren für Handelsgeschäfte... Ja. Da fehlt was von dem Satz, aber gut, scheiß drauf. Werft erstmal. Können wir uns hier die Hauler kaufen? Ja, wir können uns hier die Hauler kaufen. Wir haben auch noch die Eagle hier. Die ist natürlich geschwindigkeitstechnisch um einiges besser. Dafür hat die nicht so eine gute Panzerung tatsächlich wie unser Schiff. Das ist merkwürdig. Aber die Frachtkapazität liegt auch wie bei uns auf 2 Tonnen. Und das ist keine Option. Also hier, das Schiff ist zwar um einiges langsamer. Also es ist um einiges. Es ist auf jeden Fall langsamer. Es ist nicht so manövrierfähig. Aber dafür ist natürlich die Frachtkapazität höher und die Reichweite des FSA, also des Frameshifts-Antriebs, viel höher. Wir haben einen Aufklärungsscanner, haben wir schon eingebaut, das ist sehr schön. 2 Vierer Frachtgestelle, Schildgeneratoren 2E, Planetenanflugsuit, das ist auch sehr toll. Ja, ich werde den auf jeden Fall kaufen. Das nächste Schiff wäre die Viper. Obwohl, die Viper wäre natürlich auch nice. Okay, Frachtkapazität 4 Tonnen, dafür ist sie aber um einiges schneller. Und ich nehme an, da können wir das natürlich auch ausbauen. Ich hatte die Viper auch mal. Ich glaube, die kann auf 16 Tonnen ausbauen. Lass mich lügen. Ja, wäre auch was, aber die können wir uns nicht leisten. Und ich würde sagen, bevor wir weiter hier mit der Sidewinder rumgurken, nehmen wir uns erstmal die Hauler. Ja, wir kaufen die natürlich. Aktuelles Schiff austauschen. Ja, ich bestätige das. Ich glaube, da haben wir kein SRV drin, aber das ist sowieso nicht so wichtig. Darauf bin ich gerade sowieso nicht so scharf. Das SRV holen wir uns, also dieses Bodenfahrzeug, das holen wir uns, wenn wir es brauchen. Gerade brauchen wir es nicht. Und wenn wir ein größeres Schiff haben, dann ist das auch kein Problem, da haben wir auch genug Stellplätze. So, unser neues Schiff. Wir wurden von Rotbart in eine Party eingeladen, obwohl ich ihm geschrieben habe, dass ich gerade aufnehme. Das ist sehr nett von ihm. Ja. So, das ist ein sehr schönes, ja, ein sehr schönes neues Schiffdesign. Finde ich auch von der Hauler ziemlich nice, weil es auch so schön weiß und stilvoll aussieht. Wir werden jetzt erstmal ganz kurz bei den Sternhafendiensten schauen. Ja, ganz kurz erstmal also bei der Ausrüstung schauen, was wir jetzt hier verändern können. Wir haben jetzt noch 60.000, glaube ich. Nee, 58.000. Oh mein Gott, genau 58.000. Ja, von außen macht das Schiff nicht sehr viel her, das gebe ich zu. Aber dafür, es geht ja hier eher um die Qualität des Schiffs. Und nicht um das Aussehen. Also um die Funktionalität, nicht um die Qualität, sag ich da. Wir schauen uns natürlich die Frachtgestelle zuerst an. Was haben wir denn da? Okay. Die sind nicht so teuer und natürlich austauschen. Das machen wir auch hier gleich. Und damit können wir nun 16 Tonnen transportieren. 2E Schildgenerator. Haben wir hier was Besseres? Nicht AF. Nein. Schildgeneratoren. Na. Ich bin gerade irgendwie blind. Sehe ich die gerade nicht? Oder? Ah, ne, hier. Also 2E haben wir. Das wäre natürlich um einiges besser, das 2C. Was haben wir sonst noch? 2A können wir uns nicht leisten. Aber 2C wäre ziemlich nice. Wir schauen, wie viel Geld übrig bleibt, wenn wir uns den neuen Antrieb geholt haben. Ja, Treibstoffkapazität haben sie nicht auf Lager. Müssen wir jetzt erstmal mit den 4 Tonnen klarkommen. Hier, nicht die Schubdüsen, der Frameshift-Antrieb. Und 2E. Ja, 2C wäre auf jeden Fall besser, wenn wir uns auf jeden Fall erstmal kaufen. Wie viel bringt, wie weiter? Ah ja. Ah ja, das ist gut.
austauschen. Dann können wir uns, glaube ich, auch neue Schildgeneratoren leisten. Einen neuen Schildgenerator leisten, so herum. Ja, hier, Shop durchsuchen, Schildgenerator. Können wir das auch mal auf 2C aufrüsten? Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Abgesehen natürlich davon, dass der hier um einiges besser ist. Ach so, B-Wellen-Schildgenerator, okay. Ich verstehe. Austauschen immer wieder. Jetzt sind wir wieder auf 11.000. Haben wir vielleicht noch einen besseren Aufklärungsscanner? Landecomputer, Raffinerien, Oberflächenscanner. Das ist doch ein Oberflächenscanner, oder? Ja, also leisten können wir uns das nicht. 250.000 werde ich auch für dieses Schiff nicht für eine weitere, für ein weiteres System austauschen. Ausgeben. Schauen wir mal bei Aufträgen nach. Vielleicht haben wir hier was Interessantes. 31.000, okay, behalten wir im Hinterkopf. Ja, wir haben unser Schiff nicht zum Abbau aufgerüstet. Datenlieferung 24.000, ja, aber ist auch ein Stückchen weit weg. Nee. Das sieht sehr schön aus. 110.000, 4 nicht tödliche Waffen. Und, also ja, 14 Lichtjahre, es geht voll klar. Dann nehmen wir den Auftrag natürlich an. Ich schaue nochmal kurz nach, ob wir es mit unserem Schiff packen, aber das sollten wir eigentlich packen. Das sollte kein Problem sein. 14,44. Müsste machbar sein. Ja, ist machbar. Ich finde es so schön, wie weit wir jetzt auch reisen können. Also, das ist sehr toll. Oh, ich bin gerade richtig glücklich. Klar, das Schiff ist langsamer, nicht so wendig, aber dafür können wir hier ordentlich Geld mit scheffeln. Aber ich habe mir gerade gar nicht mal die Waffensysteme habe ich mir gerade gar nicht angeschaut. Wir haben einen Impulslaser. Ja. Auch von Waffen macht das nicht so viel her. Aber es ist ein guter Anfang, bis wir uns vielleicht sogar mal den Typ 6 Transporter leisten können. Also wenn wir unsere erste Million zusammen haben, werden wir jetzt auf jeden Fall das Schiff kaufen. Oh, da ist ein ASP Explorer. Oh, das war mein Schiff. Habt ihr es gesehen? Das war knapp. Aber ich musste... Ja, ich musste mir das Schiff natürlich nur noch mal schnell anschauen. Oh, darauf freue ich mich so sehr, wenn wir auf dem Stand sind. Dann habe ich wieder mein altes Schiff. Leg mal die Energie mehr auf den Antrieb, dann kommen wir ja schneller raus. Ihr habt das Schiff, schafft mit voller Antriebskapazität 200. Mit Boost schafft es 290. Für eine ganz kurze Zeit. Ja, wir können vielleicht mal den Antrieb austauschen, wenn wir wieder genug Geld haben. Kommt drauf an, wie teuer das ist. Wie viele Sprünge müssen wir eigentlich machen? 2 Sprünge, okay. Ich glaube, die Sidewinder hatte nur eine Treibstoffkapazität von 2 Tonnen. Den Unterschied merkt man natürlich sofort. Also für Sprünge verbrauchen wir auch viel weniger mit dem Schiff. Das ist sehr angenehm. Ich glaube, die können wir uns ja nicht anschauen. Die Kosten für die Reanimation des Schiffes lagen bei 2.800. Das geht ziemlich klar, also bei der ASP Explorer hat es mehr als 200.000 gekostet, 300.000, irgendwie sowas war das, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall einiges.
2800 geht also klar. Wir haben auch gerade irgendwie 11.000 oder sowas haben wir jetzt gerade noch. Also selbst wenn wir jetzt angegriffen und zerstört werden sollten, für diese etwas teurere Lieferung auch, die wir dabei haben, also das war es noch, die nicht tödlichen Waffen. Ja, es ist halt scheiße um die Strafe, die wir dann bekommen, dass wir den Auftrag verpatzt haben. Aber sonst geht es eigentlich klar. 2800 ist jetzt nicht die Welt. Ach, es ist auf dem Planeten, okay. Das erklärt natürlich die hohe Bezahlung. Der Anflug ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ich würde gerne die Station anvisieren. Nein, nicht die, die. Meine Güte. Jetzt hat. Warum müssen die auch so eng beieinander liegen? Müssen wir uns auf dem Mond landen. Dann würde ich auch sagen, dass diese Aufnahmesession heute mit diesem Auftrag endet. Denn ich bin wirklich gerade echt ein bisschen K.O. Würde mich jetzt auch gleich mal hinlegen. Wow. Vielleicht nochmal schnell den Rotbart fragen, was los ist. Und dann, ja. Das ist scheiße, dass unser Schiff hier oben nicht mehr offen ist, wie bei der Sidewinde. Denn, ja, ich schaue mir gerne unser Ziel dadurch an, damit ich weiß, wie ich mich wenden muss. Weil wir haben auch ein Radar hier, aber ich bin eher mehr der Sichtmensch als der Radarmensch. Und, ja, daher finde ich das ein bisschen scheiße darauf. Deswegen freue ich mich eh wieder auf ein neues Schiff, wo wir auch ein bisschen größeres Cockpit haben. Okay, wir machen nochmal eine kleine Drehung. Seht ihr, jetzt kann ich hier nicht nachschauen. Okay, das wird mir hier sowieso nicht so viel bringen, aber dennoch. Ich mag das sehr gerne. Oh mein Gott, wir sind mal auf der hellen Seite. Das ist ein Wunder. Orbital flight engaged. Oh Gott. Oh Gott, das wird uns jetzt mit Gleiten raushauen, mit 2500. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Gleich mal abdrehen. Scheiße. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe das genau abnimmt. Also wenn der Gleitmodus dann zu Ende ist. Ein Hoch auf das glückliche Paar. Wedding Barge. Ah. Interessant. Ja, der Dropout dauert wohl dieses Mal ein bisschen. Das meine ich. Jetzt sind wir gerade mit 2500 unterwegs. Ich würde sagen, ab 20 km/h drehe ich ab. 20 Kilometer, nicht km/h. So. Gleiten beendet. Super. Oh, das lief überraschend gut. Also mir ist es nicht nur einmal passiert, dass ich dann direkt auf die Planetenoberfläche aufgeklatscht bin. Aber dieses Mal scheint das wohl ganz gut gelaufen zu sein. Da hinten ist unsere Landeplattform. Diese Bodenstation ist auch relativ groß, das ist sehr schön. Obwohl, nee, lass wir lieber mal die Energiekapazität auf dem Antrieb. Denn sonst kommen wir irgendwie nirgends hin. Also, Kämpfe werde ich, während wir dieses Schiff haben, versuchen zu vermeiden. Oder bis wir bessere Waffensysteme haben. Oder einen besseren Antrieb haben. Gott. Schon wieder habe ich was, worüber ich mich beschweren kann. Aber es ist wenigstens besser. Oh, wir sind wieder falsch herum. Das heißt, warte mal, wir fliegen wieder ein bisschen hoch, dann drehen wir in der Luft und zwar so. Und fliegen rückwärts. Oder fliegen gleich gegen die Planetenoberfläche. Scheiße, das lief nicht so gut. Wir fliegen mal ein bisschen weiter weg. Ich wünsche mir ein offenes Dach. Also kein offenes, sondern ein Dach mit einem Fenster.
So, das, da ist es immer. Oh, das ist doch ganz gut. Für eine Planetenlandung auf jeden Fall, würde ich sagen. Touchdown-Sequence complete. Dispatching ground crew. Welcome to our port, Commander. Hier ist Station Wyford Park. Willkommen, Kommandant Anjim. Wir mussten uns kürzlich von einer Expansion zurückziehen, deshalb ist die Lage hier nicht gerade so rosig. Was heißt, dass es nicht gerade so rosig ist? Keine guten Aufträge oder keine guten... Die haben auch Thallium hier, natürlich. Aber hier können wir es auch nicht kaufen. Ja. Universal Cartographics. Wir können vielleicht ganz kurz von diesem... Wie ist das System noch gleich? Ah, ne, können wir nicht. Okay, wir sind immer noch zu nah dran. Das ist... Wie weit weg? 18. Ah, schade. Geben wir unseren Auftrag ab und schauen mal ganz kurz nach, ob wir das Schiff vielleicht doch noch ein bisschen verbessern können. Sie sind wirklich ein strahlendes Vorbild, Kommandant Anjim. Solche Erfolge helfen uns, während dieses Wirtschaftsbooms unser Potenzial voll auszuschöpfen. Jetzt haben wir ihnen ihre nicht tödlichen Waffen geliefert. Haben wir irgendwelche Aufträge? Nein. Ich werd gar nicht dran denken, jetzt solche 15.000er Datenlieferungen zu machen. Hier zum Beispiel, das wäre ganz gut. 9 Einheiten künstliches Fleisch. Oh, lecker. Künstliches Fleisch. Mein Gott. Ja, wo willst du auch auf so einem Staubball irgendwo richtiges Fleisch herbekommen? Ja, also die Bezahlung ist super, keine Frage. Aber wie gesagt, ich bin echt ein bisschen K.O. gerade. Ich würde sagen, für heute, obwohl noch ganz kurz, ja, natürlich nochmal ganz kurz in die Werft gehen. Also nicht in die Werft, sondern in die Ausrüstung. Nein, mal ganz kurz schauen, was wir verbessern können. Ist ja auch so eine Art Werft, also ich weiß nicht. So. Ja, da wollte ich eigentlich nichts machen. Schubdüsen. Mal schauen. Wir sind bei 2E natürlich im schlechtesten. Ja, dann würde ich das jetzt erstmal ganz kurz in Erwägung ziehen, austauschen. Super. Vielleicht wäre ein neues Kraftwerk auch nicht so schlecht. Und wir sind wieder bei 19.000 angekommen. Ganz kurz. Ja, hier können wir eigentlich nichts verändern. Ganz kurz bei den Waffen nachschauen. Aufhängungen. Hier. Kleiner 1F Impulslaser. Ich würde dennoch bei den Pulslasern bleiben. Oh. Wir haben sogar noch was noch Schlechteres hier. Raketen, Schienenkanonen, Torpedos, Minen. Schienenkanonen vielleicht. Nee, okay. Können wir uns nicht leisten. Ja, dann bleiben wir erstmal bei diesen Impulslasern. Ja, aber sonst... Ja. Haben wir auch eine neue Höchstgeschwindigkeit, die wir erreichen können. Aber das schauen wir uns natürlich alles beim nächsten Mal an. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr so weit gekommen seid. Denn das ist auf jeden Fall eine Leistung bei dieser Thallium-Sache, die wir da vorhin hatten. ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und... Ciao.